Ein altes Sprichwort sagt, wer auf Kreta die Sonne im Meer spiegeln sieht, wird die Götter immer im Herzen spüren. Kreta ist eine Welt für sich. Griechenlands größte Insel ragt wie ein Hochgebirge mit fast 2500 Meter hohen Gipfeln aus dem Meer. Von West nach Ost misst Kreta 260 Kilometer, von Nord nach Süd bis zu 60 Kilometer. Die Küsten der Insel sind so vielfältig wie das Binnenland. Man erlebt grandiose Steilküsten, ebenso wie weite Küstenebenen, findet lange Kies- und Sandstrände, aber auch winzige Buchten. In der griechischen Mythologie haben viele Geschichten ihren Ursprung auf Kreta. Diese mythischen Sagen umgeben die Insel noch heute mit einem besonderen Zauber und geheimnisvollem Glanz. Faszinierend ist die landschaftliche Lage vieler Ausgrabungsstätten, auch aus späterer Zeit. Aus der byzantinischen Epoche stammen fast 1000 Kirchen und Kapellen, oft mit mittelalterlichem Freskenschmuck. Der Palast von Knossos erzählt von der ersten Hochkultur auf europäischem Boden. Der Palastkomplex des Herrschafts-, Verwaltungs- und Kulturzentrums von Kreta in der Zeit zwischen 2000 und 1450 v. Chr. Bestand aus ca. 1400 Räumen. Einige Gebäude waren bis zu 4 Etagen hoch. Zentrum des Palastes bildete der 53 Meter lange und 28 Meter breite Zentralhof, der Schauplatz kultischer Spiele und Mittelpunkt prachtvoller Prozessionen war. Der Palast von Knossos hatte vor 3500 Jahren bis zu 10.000 Bewohner. Wie alle Paläste Kretas wurde auch Knossos zwischen 1750 und 1700 v. Chr. Durch ein schweres Erdbeben zerstört. Danach wurde der Palast wieder aufgebaut. 1650 v. Chr. Folgten kleinere Zerstörungen durch erneute Erdbeben. In 1200 v. Chr. Wurde der Palast nach einer weiteren kompletten Zerstörung durch Erdbeben und Feuer verlassen und nicht wieder errichtet. Ein beliebtes Ausflugsziel für Archäologen und Touristen ist die geschichtsträchtige Höhle von Melidoni. Die Höhle von Melidoni hat eine große historische Bedeutung erlangt, als im Jahre 1824 bei der Türkeninvasion auf Kreta 370 Zivilisten und 30 bewaffnete Freiheitskämpfer den Märtyrertod fanden. Die Zivilbevölkerung und Freiheitskämpfer verschanzten sich in dieser Höhle und leisteten erbitterten Widerstand. Als die Türken merkten, dass ein Eindringen in die Höhle unmöglich ist, entzündeten sie im Höhleneingang ein riesiges Feuer und mauerten den Eingang zu. Durch den eindringenden Rauch erstickten die Eingeschlossenen qualvoll. Das Innere der Höhle erstreckt sich auf 3 Ebenen. Die große Kammer, auch Heldenkammer genannt, in der sich heute ein Schrein befindet, in dem die Knochen der Märtyrer aufbewahrt werden, ist 65 Meter lang, ca. 30 Meter breit und bis zu 25 Meter hoch. Bei Untersuchungen der Höhle stellte man anhand von zahlreichen Fundstücken fest, dass die Höhle schon vor ca. 3500 Jahren bewohnt war. Das Kloster Arkadi ist das größte Nationalheiligtum der Kreta
und eine der bedeutendsten historischen Stätten Kretas. Nicht nur aufgrund seiner majestätischen Lage oberhalb einer urwüchsigen Felsenschlucht, sondern auch weil es Schauplatz einer heroischen Begebenheit im Kampf um die Unabhängigkeit der Insel war. Nach der Überlieferung wurde das Kloster Arkade vom byzantinischen Kaiser Arkadius im 5. Jahrhundert erbaut. Die geistige und kulturelle Blütezeit des Klosters Arkade reichte bis ins 17. Jahrhundert hinein. In der Nacht vom 7. auf den 8. November 1866 griff ein osmanisches Heer mit 15.000 Mann das Kloster an, in dem sich 964 Menschen, darunter 325 kampftaugliche Freiheitskämpfer, aufhielten. Nach zwei Tagen des aussichtslosen Widerstandes entschieden die Belagerten, dem Gegner nicht lebend in die Hände fallen zu wollen. Als sich der Kampf am 9. November in den Innenhof des Klosters verlagert hatte, zogen sich die meisten der noch Lebenden, einschließlich der Frauen und Kinder, in das Pulvermagazin zurück, das von einem der Kämpfer gesprengt wurde. Bei der heftigen Explosion kamen bis auf ein überlebendes Mädchen alle darin befindlichen Personen und Dutzend eindringende türkische Soldaten ums Leben. Mit den Jahren wurde das Kloster nach und nach wieder aufgebaut. Heute wird das Kloster von einigen Mönchen bewohnt und bewirtschaftet. Kreta ist eine Welt für sich. Trotz der kriegerischen Vergangenheit Kretas gehört Kreta zu den sichersten Urlaubszielen der Welt. Auch auf Kreta ist die Zeit eben nicht stehen geblieben. Aber Kreta hat eben auch seine andere, interessantere und ureigene Seite. Das Binnenland ist so vielfältig wie seine Küsten. Um die vielen Seiten Kretas kennenzulernen, nehmen Sie sich doch einfach etwas Zeit. Gastfreundschaft ist hier oberstes Gebot. Wer sich für Land und Leute interessiert, kommt schnell ins Gespräch mit Einheimischen und wird erstaunt feststellen, wie gastfreundschaftlich sie sind. Oft wird man zu einem Raki eingeladen oder zu einem traditionellen griechischen Salat oder auch eine Süßspeise. Es gibt viele Möglichkeiten, seinen Urlaub auf Kreta zu verbringen. Sie können Gebirge und wilde Schluchten durchwandern, aber auch Golf spielen, Yoga betreiben oder meditieren. Und zum Baden gibt es Strände für jeden Geschmack. Besuchen Sie doch auch einmal den berühmtesten Sohn Kretas, Alexis Sorbas. In der Nähe von Kania liegt der Stavros Beach. An diesem Strand wurde der preisgekrönte Film Alexis Sorbas mit Antonio Quinn gedreht. Und auch heute kommen noch Fans von diesem Film an diese Stelle, um einmal zu tanzen wie Alexis Sorbas.
Nicht umsonst sagt man auch Kreta, das Gebirge im Meer. Mit seinen bis zu 2500 Metern hohen Bergen und seinen kilometerlangen Schluchten ist Kreta auch ein beliebtes Wandergebiet. In der oft heißen Sommerluft gilt die Aufmerksamkeit stärker dem Meer und den langen Stränden. Rethymno, immerhin Kretas drittgrößte Stadt, strahlt große Ruhe aus. Rethymno ist eine stimmungsvolle, sympathische Kleinstadt, deren Altstadt mit ihren vielen Minaretten und Moscheen, engen Gassen und weiten Plätzen, Häusern mit typisch türkischen Holzärgern und Teilen der Stadtmauer noch gut erhalten ist. In den Altstadtgassen reihen sich die typischen Tavernen aneinander, in denen Alt und Jung im Freundeskreis vielerlei kretische Spezialitäten genießen und bevorzugt Dresdner Schnaps Raki als Tischgetränk bestellen. Häufig wird in wechselnden Lokalen auch Live-Musik geboten, von kretischer Lira bis zu griechischem Rock. Beim Fischessen im alten venezianischen Hafen stört kein Auto den Ausblick. Wer hier Ruhe sucht, der findet sie auch. Die vielen Seiten Kretas kennenzulernen, ist auch in kürzerer Zeit möglich. Die Insel ist zwar groß, 260 Kilometer lang und bis zu 60 Kilometer breit, aber die verschiedenen Facetten liegen immer ganz nah beieinander. Und wir wünschen euch noch einen wunderschönen guten Tag. Kalimera!